In Österreich ist eine neue Ära angebrochen. Sebastian Kurz wird voraussichtlich der nächste Bundeskanzler der Alpenrepublik. Ob er nun mit der angeschlagenen SPÖ oder mit den Rechtspopulisten von der FPÖ koalieren wird, ist da fast schon egal. Denn das Wahlergebnis in Österreich wird Bundeskanzlerin Angela Merkel noch große Probleme bereiten. Sie, Miss Europa, bekommt Konkurrenz. Schon zu Hochzeiten der Flüchtlingskrise war der damalige Außenminister Kurz ihr größter Widersacher, zumindest aber der lauteste. Er war es, der die Schließung der Balkanroute forderte und organisierte. Jetzt könnte Kurz die Machtarithmetik in der EU gründlich durcheinanderwirbeln. Was, wenn sich Österreich weiter von Deutschland abkoppelt und sich so zu einer Stimme der osteuropäischen Länder aufschwingt? Wenn also Österreich zum Sprachrohr jener Staaten wird, die die Flüchtlingspolitik Merkels und auch jede Form der Quotenverteilung von Flüchtlingen ablehnt? Die Stimmen innerhalb der EU könnten nun einen lauten, von grandiosen Wahlerfolg seiner Bewegung getragenen Gegenpunkt zu Berlin und Brüssel anführen. Kurz mag jung sein, doch so ist er mit allen politischen Wassern gewaschen. Und er hat einen großen Machtinstinkt. Die EU und Merkel werden sich wohl aus ihrem Wohlfühlmodus herausbewegen müssen. Die Österreich-Wahl könnte also weit mehr bewirken als nur ein neues Namensschild am Kanzleramt in Wien.